Hey, so heute präsentiere ich euch einen Text, der von Demenz handelt und an den Film Honig im Kopf von Til Schweiger angelehnt ist und ja auch den gleichen Titel trägt, Honig im Kopf. Und ja, mein Text lautet wie folgt: Wer sind diese Menschen? Was wollen die von mir? Wo kommen die her und was machen die hier? Was mache ich eigentlich hier? Wo wollte ich hin? Kann mir jemand sagen, wer ich überhaupt bin? Mein Kopf gleicht einem Topf voller Honig, den ich so nicht benutzen kann. Ich liebe Honig, doch nicht in meinem Kopf, wo er alles verstopft und meinen Verstand mit seiner klebrigen Substanz außer Betrieb setzt. Das Synapsennetz besetzt und zersetzt und ich nicht mehr Herr meiner Sinne bin. Wie ein unbeholfenes Kind in einem Labyrinth fühle ich mich nun in dieser Welt, die einst mein vertrautes Heim war, mir nun nicht mehr gefällt, weil sie ohne Rücksicht auf Verluste an mir vorbeischnellt, nicht anhält, um mich wieder einsteigen zu lassen und wieder Platz zu nehmen. Ich will wieder meinen Platz finden im Leben. Ich will das Verlorengehen meines Verstandes verstehen und nicht in der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit untergehen. Demenz ist die schwindende Präsenz der Existenz des Kurzzeitgedächtnisses. Soziale und emotionale Fähigkeiten und Fertigkeiten werden zu komplizierten Defiziten. Erinnerungen verschwinden teilweise zeitweise. Es ist ein Kampf gegen das eigene Gehirn, ein Kampf, den man von Anfang an nicht gewinnen kann. Stell dir vor, dein Gehirn wäre ein Bücherregal. Ein Buch fällt um und du vergisst, was der Inhalt dieses Buches ist. Ein liegendes Buch ist noch kein Fluch, doch stell dir vor, was passiert, wenn es nicht nur ein Buch ist, das dort liegt. Wenn immer mehr Bücher zum Erliegen kommen und du all dein Wissen, das du in deinem Leben gewonnen hast, nun nicht mehr halten kannst und es dir unvorbereitet entgleitet und die Zahl der kippenden Bücher sich weitet. An manchen Tagen stellen sich einige Bücher wieder auf und die Erinnerungen leben kurzzeitig wieder auf. Doch die Krankheit nimmt weiterhin ihren Lauf und so wirst du stattdessen Inhalte anderer Bücher deines Bücherregals vergessen. Es werden immer mehr und mehr, bis irgendwann gar keins mehr steht und auch deine Stabilität in der Realität baden geht. Doch was zählt, ist das, auch wenn das letzte Buch kippt, man diesen Menschen nicht aufgibt, sondern ihm die Plage dieser schweren Tage verringert, auch wenn der Schmerz unerträglich ist, wenn er vergisst, wer du eigentlich bist. Dankeschön.